hatten im ersten Teil den Rahmen für den Racer zusammengebaut und kommen jetzt zur Elektronik. Was haben wir hier alles? Wir haben von Turnagy die Multistar. Das sind super kleine Motoren. Die sehen echt winzig aus. Die haben eine 5mm Aufnahme, also M5 Aufnahme, Entschuldigung. Die haben im Durchmesser knapp 22 mm und sind super. Hoffe ich zumindest. Was haben die? Also, wir haben hier die, hinten auf der Verpackung ist nochmal ein Datenblatt. Wir haben hier die 1704-1900. Das bedeutet, wir haben 1900 kV, bedeutet 1900 Umdrehungen pro Volt. Ansonsten 23 Gramm wiegt einer, das ist gut. Können 20 Ampere ab, aber nehmen nur 5 ungefähr. 5 Volt. Was haben wir denn dann noch? Wir haben einen Akku, das ist ein 1,5er mit einer Discharge von 35 bis 70 C. Wir haben ein Verteilerkabel, wir haben Stecker, die wir noch brauchen für die ESCs. Bei den ESCs haben wir die geeigneten für 2 bis 4S Akkus von Afro. Und was wir als erstes machen müssen, ist die Stecker mit den ESCs verlöten. Angriff. The Drum. Ich habe die miteinander verlötet und Schrumpfschläuche dran gesetzt. Dann habe ich die mal schon zusammengesteckt, damit ihr seht, wie das aussieht. Als nächstes müssen wir unsere Turnagy Motoren noch ein bisschen präparieren. Ich hatte ja vorerst oder am Anfang gesagt, dass wir diese Unterlegplatten benutzen müssen. Ich habe mir das Ganze nochmal angeschaut, dem ist nicht so, tut mir leid. Wir haben diese Montageplatten in den Motorenboxen gleich mitgeliefert, also einmal den Motor. Da habt ihr hier das Schraubenset dabei zum Fixieren vom Propeller und da ist diese kleine Montageplatte. Diese Montageplatte muss mit Hilfe der vier kleinen Schrauben, die hier drin sind, gerade an dem Motor befestigt werden. Da habt ihr eine Phase auf der einen Seite und die solltet ihr dann nehmen, um die Schrauben schön glatt zu versenken. Dann sieht das aus wie das hier und dieses passt dann auch wunderbar auf den Kopterrahmen und das werde ich mit Kabelbindern verzurren
Und dann haben wir es eigentlich auch schon fast geschafft. Was wir noch zusammenstecken müssen, ist einmal die NAS 32 und der Empfänger. Den habe ich ja aus meinem Hexacopter ausgebaut und der bekommt eine neue Flugsteuerung, das zeige ich dann auch nochmal. Da haben wir hier die Anschlusspins. An der Seite seht ihr Plus, Minus und das Signalkabel. Von euch aus gesehen ist es jetzt unten Minus, in der Mitte ist Plus und oben das Signal. An den Kabeln habt ihr die orangenen, roten und den braunen Kabelstrang. Der orangene, der jetzt auf dieser Seite ist vom Kabel, das ist das Signal, sprich der muss nach oben angesetzt werden. Und wir arbeiten uns von dieser Seite aus, das ist Kanal 1, weiter zur Seite. Wenn das alles zusammengesteckt ist, ist er eigentlich schon fast fertig für den Flug. Das bedeutet, wir setzen uns noch an den PC, konfigurieren den Ganzen und dann werden wir den Erstflug sehen. Ich baue das gerade mal zusammen. The Drum. Montageplatten alle schön angebracht, habt ihr eine schöne glatte Unterfläche, Auflagefläche, Loctite nicht vergessen, ne? Und jetzt basteln wir erstmal das System komplett zusammen, um dann eine kleine Funktionsprüfung zu machen und darauf folgend können wir das ganze System dann in den Rahmen einpassen. Hierbei ist es praktisch, dass die Enden der Motoren jeweils passend zum Enden der ESCs sind, einfach willkürlich ineinander stecken. Das hat jetzt noch keine Relevanz. Wenn wir dann die Propeller draufschrauben, dann ja, dann können wir sehen, in welche Richtung sie ticken und dann auch eingreifen, sollte irgendetwas falsch rumlaufen. Ansonsten ist es gerade nur ein Plug and Play. So. Sitzt. ESC Nummer 3. Ist auch fertig. Und der letzte im Bunde. Den haben wir auch. Was jetzt noch fehlt, ist der FC, der Flight Control, Flight Control sowie der Empfänger. So, ich habe die ja schon gebunden gehabt. Ich werde bestimmt noch mal in einem anderen Video zeigen, wie man die auch anbindet, weil nachgekauft sind schon welche für weitere Projekte. Und wie wir den jetzt hier an die anschließen, ist auch noch erstmal egal. Wir versuchen uns dann dessen, wo welcher Stecker hinkommt und werden das Ganze dann nochmal richtig schalten. Wie gesagt, das hier ist erstmal nur ein reiner Funktionstest, ob wir alles richtig gemacht haben, ob wir richtig gearbeitet haben. Signalkabel nach oben. Nummer 2. Wenn ich mich nicht irre, muss ich von dreien sogar noch ein Kabel abzwicken. Das werde ich gleich nochmal nachlesen. So, was haben wir? Wir haben alles soweit zusammen. Ich brauche nochmal einen Punkt. So. Alles miteinander verkabelt. Wir haben den Empfänger. Wir haben die NAS 32. Wir haben die NAS 32 mit jeweils einem ESC verkabelt. Die ESCs sind mit einem Motor verkabelt und an dem Powerstrang. Wenn wir jetzt mal schauen,
ob alles richtig funktioniert. Jawohl. Wir hören viermal ein akustisches Signal. Das heißt, er pinkt gerade alle Motoren durch, ob sie da sind. Wir haben jetzt hier noch eine rote Lampe. Die zeigt uns, dass die Flugsteuerung noch nicht scharf geschaltet ist. Das machen wir mal. Wir haben ein grünes Licht. Das heißt... Oh! Okay, es funktioniert. Okay. Puh. Ja, dann mal in den Einbau, wa? Geil. Ich habe jetzt schon mal drei ESCs montiert. Das ganze Elektroskelett seht ihr hier. Jetzt muss ich den Netz nur noch verbauen. Ich habe hier die Motoren mit Kabelbindern alle vier schön montiert. Das ist eine schöne Sollbruchstelle, das heißt, wenn wir irgendwo mal crashen sollten, was bestimmt vorkommen wird, haben wir die Chance oder das Glück, dass der Kabelbinder bricht und nicht der Motor oder die Motorwelle oder sonstiges. So, vorne noch ein Kabelbinder. Und dann setze ich den letzten SC nochmal dran. Was jetzt hier noch so ein bisschen unbeholfen aussieht, werde ich gleich nochmal unter den Arm ein bisschen verstecken. Und dann müssen wir jetzt irgendwie es schaffen, diesen Flugcontroller und den Empfänger noch mit da rein zu bekommen. Wir haben hier unten, wenn man die andere Seite betrachtet, haben wir zwar noch ein bisschen viel Spielraum, aber wir haben zum einen den Akku. Wenn der im Rahmen drin sitzt, dann nimmt er uns schon mal genug Platz weg. Das heißt, wir haben nur noch den vorderen Teil. Die FPV-Kamera mit dem Sendermodul, die ist quasi nur hier vorne in dem Bereich. Man könnte jetzt ganz prophylaktisch die hier reinsetzen, aber wir haben hier oben eigentlich schon einen vordefinierten Bereich. Da können wir die wunderbar an- oder einbringen. Haben in dem Set noch dieses Rahmenteil bekommen, dass man hier oben, da hat man diese Aussparung und hier unten ist genau das Gegenstück davon, dass man diesen Schutzkäfig quasi drauf montiert. Dazu gibt es noch diese ganz kleinen Schrauben, da haben wir noch ein Päckchen. Entweder so oder so montierbar, je nachdem, oder wie es beliebt. Und wenn wir dieses jetzt hier erstmal so reinsetzen, dann haben wir ja nicht viel Platz, wirklich nicht viel Platz. Denn so gesehen stößt es hier schon wirklich eckig an. Wir müssen die aber noch verbinden. Und wenn wir das tun, ich mache das jetzt mal mit einem. So, wenn wir das jetzt tun, setzen das hier schon mal so rein. Dann müssen wir den hier sogar auch beiseite biegen. Und bei dem mag das jetzt noch gehen, bei zweien auch, aber sobald ein dritter dabei ist, da wird es mit dem Platz echt eng. Mal gucken, wie ich das gleich kläre oder löse. Und wenn wir das geschafft haben, können wir dann schon in den PC gehen.